So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße jetzt ganz recht herzlich hier bei uns Professor Dr. Katrin Rothenberg-Eder. Sie ist Professorin für Psychologie, unter anderem mit den Schwerpunkten Sozialpsychologie und Umweltpsychologie. Und sie wird uns heute einen Vortrag halten mit dem Titel Die Bedeutung von Gewinnszenarien in der Klimakrise. Liebe Katrin, du hast das Wort. Dankeschön. Ja, schön, dass ich heute dabei sein kann. Lasst uns also anfangen mit dem Ansatz. Ja, nicht, ihr habt das ja schon gesagt, ich bin Professorin für Psychologie und ich habe mich im Bereich Klima vor allen Dingen so in den letzten Jahren mit den Fragen der psychischen Folgen der Klimakrise und auch eben mit Empowerment, also mit dem Stärken zum Beispiel von Aktiven, die, was weiß ich, in verschiedenen Foren, ob es in der Schule ist oder in Institutionen sind, die zu stärken oder auch eben die Menschen, die einfach so als Individuen unter der Klimakrise leiden. Aber was ich auch in meiner täglichen Arbeit und in der Beratungsarbeit immer wieder festgestellt habe, dass das halt teilweise noch nicht reicht und dass wir einen anderen Ansatz brauchen. Wir können halt eben nicht nur aufklären, sondern wir brauchen so eine Art gewinnorientierten Ansatz. Und über den möchte ich heute mit euch sprechen. Und er ist ein Teil des Grundwissens einfach der Sozialpsychologie. So, dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung von der Verortung habt. Grundsätzlich können wir sagen, dass Gewinnszenarien eine große Rolle spielen bei der Klimakommunikation. Ich sage es jetzt schon mal in Vorgriff etwas vereinfacht, umso schlechter die Nachrichten sind, umso eher muss ich halt eben auch gucken, wohin geht es eigentlich? Also was ist der Gewinn von all diesen schmerzhaften Verlusten, von diesen schmerzhaften Veränderungen? Gleichzeitig zeigen Gewinnszenarien eben auch, dass die Lösung des Problems attraktiv ist und dass sie machbar ist. Und nicht die Erfahrung haben ja sicher auch viele gemacht, diese Vorstellung, bah, wie komme ich da jemals wieder raus, wie kommt da die Welt sozusagen wieder raus. Lösungsorientierte Ansätze sind dabei sehr eng verschwistert damit. Das heißt, wir haben Gewinnszenarien, in denen es darum geht, was habe ich eigentlich zu gewinnen, wenn ich ein Teil dieser gesellschaftlichen, dieser individuellen Transformation auch werde. Und dann geht es auch darum, wie kann ich denn, also welche Lösungen gibt es eigentlich? Und die sollten möglichst verständlich angelegt werden und narrativ. Das heißt, sie sollen eine Geschichte erzählen und auch zeigen, was jeder Einzelne, aber auch, ja, auch Institutionen für den Klimaschutz tun können. Wir müssen die Leute irgendwie damit locken. Wir müssen zeigen, da geht's hin. Und wir gehen als Wissenschaftlerin, ich bin mit Data Scientist for Future auch, wir sehen, dass wir um Verbote in manchen Bereichen des weiteren Klimaschutzes, der Verhinderung der krassen Auswirkungen der Klimakrise nicht ganz drum herum kommen. Also sind lösungsorientierte, gewinnorientierte Ansätze auch immer wieder brauchen. Ja. Entschuldigung, kannst du eventuell das Mikro ein wenig vom Mund noch wegmachen? So, ist es besser? Ist es, jetzt habe ich es weggemacht. Es Noch ist ein auf bisschen. jeden Ja? Fall, ja, das kann ich, du bist auf jeden Fall laut genug. Danke dir. Ich brülle so ungern Leuten ins Ohr. Also, die rote Linie. Wir müssen uns klar machen, dass der Ernst der Lage und die Dringlichkeit auf jeden Fall immer wieder auch vor Augen sind. Wenn ich also über Gewinnszenarien rede, habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Das ist so eine Art, oh, lasst uns über die schöne Party reden, lasst uns über das reden, was toll ist und so. Aber gleichzeitig bitte denkt daran alle, wir müssen uns immer wieder klar machen, dass es eben, wie ernst die Lage ist und wie wichtig effizientes Handeln ist. Das bedeutet auch, dass nicht nur wir selber in so eine Art effizientes Handeln kommen müssen, sondern dass wir auch jede Menge Leute für effizienten, langfristigen Klimaschutz gewinnen müssen. Also, das ist ja, wir sind auch, ihr seid als Lehrer und Lehrerinnen, seid total wichtige Multiplikatorinnen und ich bin wirklich froh, heute hier zu sein darüber. Zwei Strategien sind dafür wichtig, die Dringlichkeit der Lage präsent zu haben und dann Gewinnszenarien kontinuierlich neben Verlust- und Belohnungsszenarien und Bedrohungsszenarien zu setzen und dann eben auch klare Handlungsmöglichkeiten und nächste Schritte aufzuzeigen. Dringlichkeit, Gewinnszenarien und dann klare Handlungsmöglichkeiten zu zeigen. Wir fangen also damit an. Die Welt mit der roten Linie. Die Welt ist in großer Gefahr, damit das Leben von uns, unseren Kindern und unseren Enkelkindern weltweit. Unsere bisherigen Lebensgewohnheiten in der Welt mit regelmäßigen Wintern, mit einem relativ gleichmäßigen Klima, haben keinen Bestand mehr. Tierarten, die vertraut sind, sterben aus. Dazu geschieht eben auch außerhalb unseres Blickfeldes ein rasanter Werteverlust im Regenwald, in der zunehmenden Versteppung Afrikas, durch sterbende Bäume. Also man traut sich ja beim Wandern irgendwie kaum mehr hochzugucken.
und eben auch in Europa, was nicht so stark in der Presse thematisiert wird, durch zunehmende Hitzetote. Das ist aber auch nur einiges davon. Lasst uns also einmal mit dem Setting, sozusagen mit dem psychologischen Setting der Klimakrise beschäftigen. Wir sind mit unglaublichen, enormen Verlusten konfrontiert. Kein Wunder natürlich auch, dass in der Kommunikation der Klimakrise Verlustszenarien dominieren. Was wir alles verlieren, was alles beschädigt wird, was alles stirbt oder dabei ist zu sterben. Was wir an Lebensraum verlieren, an Temperaturgleichgewicht, an Lebenschancen, auch an alten Gepflogenheiten. Wir können nicht einfach mehr unschuldig, was weiß ich, das tun, was wir sozusagen gelernt haben oder einfach so den Weg weiter fortsetzen. Das geht nicht mehr. Veränderung ins Ungewisse ist also angesagt und das fällt Menschen unglaublich schwer. Wenn Sie so etwas hören, wenn ihr so etwas hört, wie geht's euch damit? Vielleicht fühlt ihr euch hilflos, wütend, vielleicht wollt ihr direkt auf die Straße gehen und sagen, bah, jetzt, das ist doch fahrlässig, was hier alles passiert. Vielleicht wollt ihr sagen, ja, aber es muss doch sein, wollt überall Plakate kleben, noch heute, nicht nach dem Vortrag oder nicht nach dem Ende dieser Konferenz, aber ach, es ist doch eigentlich schon zu spät. Das ganze Setting setzt uns extrem unter Stress und führt zu Gefühlen oft der Ausweglosigkeit. Das sehe ich bei, wenn ich mit meinen klinischen Kolleginnen rede, da sehen wir das ganz stark, wie massiv diese Gefühle der Ausweglosigkeit wachsen. Gleichzeitig erlebe ich bei uns als Multiplikatorin und Expertin häufig eine unglaubliche Ungeduld. Es sind doch, die Fakten sind doch schon längst auf dem Tisch und wir brauchen, eigentlich wissen wir, dass es Lösungen gibt und die Lösungen müssten nur konsequent angewendet werden. Und wir warten eigentlich die ganze Zeit nur mit unseren Lösungen, mit unseren Präsentationen und so weiter, warten wir darauf, dass die Stakeholder, die Institutionen, die Einzelnen sich endlich durchringen, ihr Verhalten zu verändern. Also es ist eine Situation, die unglaublich frustrierend ist. Aber in ganz vielen Kontexten rund um Klima, Klimaveränderungen, Klimaaktivismus folgen wir, wie es so schön heißt, den roten Hering. Das heißt, wir lassen uns billig ablenken und das ist natürlich eine große Gefahr. Lasst uns also kurz über den roten Hering reden. Das ist eine, wer es vielleicht noch nicht so weiß, ist so eine anerkannte rhetorische Figur, ihr könnt das leicht googeln, in der es darum geht, eigentlich sich durch billige Ablenkung von seinem eigenen Weg ablenken zu lassen oder täuschen zu lassen. Ich möchte einen Sozialpsychologen Fischer zitieren. Personen freuen sich über eine konstante Zunahme im Gewinnbereich weniger, als sie sich über die gleiche Zunahme im Verlustbereich ärgern. Im Verlustbereich wird deshalb die riskante Alternative gewählt, weil diese es erlaubt, die angehäuften Verluste mit einem Schlag wieder auszugleichen. Dabei wird leicht übersehen, dass dabei auch ein Totalverlust möglich ist. Also, und das basiert auf Forschung von Kahnemann, Tversky. Kahnemann, ich muss sozusagen die Fahne flattern lassen, virtuell gesehen, ist der einzige Nobelpreisträger bisher, den meine Wissenschaft, die Psychologie, hervorgebracht hat. Also, das ist so sehr stark anerkannte psychologischer Wissensbestand. Nun, also der Punkt ist der, vielleicht, ich weiß nicht, woran ihr gedacht habt, als ich euch dieses Zitat vorgelesen habe. Ich denke immer an Frauen, die geschlagen werden. Das ist so ein bisschen Stereotyp, aber dass wir sagen, es ist so schwierig für Menschen, die einmal sozusagen in dieser Verlustschiene drin sind, sie rauszuholen, weil sie denken, oh, wenn ich jetzt nur besser werde, wenn ich jetzt nur dies und das und dann wird sozusagen, dann wird alles magischerweise gut werden. Aber wir fürchten, uns außerhalb des Systems zu bewegen. Und das ist ein Punkt, der unglaublich kritisch für uns ist. Psychologisch gesehen kann es also passieren, dass wir durch solche Verlustszenarien gar nicht erst in den Gang kommen. Dass wir bei Bestehendem bleiben, dass wir verdrängen oder auch uns betäuben. Das ist also etwas, was Schneidewind etwa in seiner Veröffentlichung über transformative Gesellschaft auch gesagt hat, beschrieben hat, dass wir diffuse Selbstwirksamkeitssimulationen oder Rebound-Effekte auslösen. Selbstwirksamkeitssimulationen, wir fangen einfach an, irgendwie irgendwas so ein bisschen sozusagen in unserem Umfeld für Umweltschutz zu tun, haben aber nicht im Blick, was eigentlich effektiv wäre oder sein könnte. Und Rebound-Effekte, wir sagen, klar, wir machen doch schon so und jetzt lasst uns bitte die Flugreise gönnen. Das wären Rebound-Effekte.
Und was auch noch passieren kann, was ich dramatisch und tragisch finde, ist, dass wir teilweise unsere Familien- und Freundeskreise spalten. Stakeholder-Angehöriger bestimmter Anspruchsgruppen haben gleichzeitig Sorgen, dass es jetzt ihrem Lebensstil wirklich an den Kragen geht. Viele fühlen sich auch schuldig oder trösten sich damit, dass sie ja vielleicht zu den wenigen glücklichen Überlebenden gehören werden. Diese ganzen Mars-Missions-Fantasien sind ja so, ich werde nicht einer der wenigen sein, dem zumindest vielleicht nicht in Person, aber vielleicht mein Erbgut, die dann irgendwie es von der Erde aus schaffen. Oder sozusagen die Hoffnung auf Deus Ex Machina, dass die Wissenschaft doch irgendein Zaubermittel erfinden wird. Aber das ist eigentlich nicht richtig, weil viele Lösungen sind wirklich längst bekannt. Das muss uns klar sein. Das ist auch, ehrlich gesagt, die gute Nachricht dabei. Um das mal auf den schulischen Kontext zu übertragen. Die Schüler und Schülerinnen machen dicht. Ich finde es echt super spannend. Ich habe selbst noch zwei Teenager zu Hause. Zu sehen, wenn die einfach anfangen, ich merke, die gleiten mir weg. Aber auch wenn ich in Schulen gehe, so teilweise, okay, es ist jetzt wirklich schwierig für Sie. Das Rektorat macht dicht und sagt, tut mir leid, ich habe diese und jene andere Baustellen. Die anderen Lehrer nicht, machen irgendwann dicht oder die Eltern entziehen sich. Und das Problem ist hier wirklich, obwohl wir so unglaublich stark in Eile sind, gute Maßnahmen zu etablieren, wird alles nur noch schleppender und noch langsamer. Also, was machen wir? Wir können sagen, wollen wir es wirklich wärmer haben? Wir können mit T-Shirts rausgehen und sagen, wollt ihr es wirklich wärmer haben? Aber wie kommen wir aus dieser blöden Falle raus, wenn ich nochmal den Leuten nahe komme? Was passiert dabei eigentlich? Und genau das passiert. Häufig versucht man, ein bisschen lauter zu sein. Ich versuche es ihnen jetzt wirklich zu zeigen. Ich versuche wirklich zu zeigen, was für fürchterliche Folgen es ihr Handeln hat und wie fahrlässig es ist, in ihrem Leben zu bleiben, sie wach zu rütteln. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Information über die Klimakrise in keiner Form mit dem eigenen Handeln verbunden wird. Und das ist etwas, was eigentlich schrecklich ist und schrecklich frustrierend ist. Und wir stellen dann fest, okay, danach, nach, was weiß ich, einem Input, nach den Nachrichten oder so, dann werden wir uns gleich zum Abendessen setzen und es gibt ganz selbstverständlich Fleisch dazu. Wir bringen unsere Kinder weiter mit dem Auto zur Schule und nach dem Abi gibt es natürlich auch das eigene Auto. Wir denken gar nicht in Alternativen. Und wir planen vielleicht den Rest der Osterferien oder den nächsten Sommerurlaub, aber sozusagen auf die traditionelle Art, um es mal nett zu sagen. Nicht also auf die klassische mit dem Auto, mit dem Flugzeug. Und auch wenn wir morgen nach neuen Kleidern im Internet suchen, es gibt da dezidiert Studien dazu, da finden wir es tatsächlich, dass Leute einfach das Umweltschutzgedanken kaum eine Rolle spielen im Moment, so in der Masse. Genauso, wenn die Leute, wenn man sagt, ah, die alten Möbel, echt, ich brauche jetzt mal neue. Also das heißt, das Problem ist, wir sehen diese ganzen Informationen, die sind auch ziemlich gut greifbar und gleichzeitig ändert sich nichts. Die Frage ist also, wollen wir es echt noch wärmer haben? Lass uns also versuchen, eine andere Strategie zu machen. Verlustszenarien habe ich jetzt nicht abgearbeitet, hoffe ich. Und lasst uns dahin gehen, was wir in dieser ganzen fürchterlichen Zwickmühle, in dem Ernst der Lage zu gewinnen haben. Und das ist es, wolltet ihr nicht immer schon ein Leben voller Abenteuer führen, voller Herausforderung, voller Sinn? Hier ist es. Stellen wir uns also, stellt euch einmal eine Welt vor, in der mein Vortrag gar nicht mehr nötig wäre. Wir machen also diese Veranstaltung und sagen, also damals 2021, da gab es diese wahnsinnige Gefahr und ich rede jetzt mal historisch darüber. Und stellt euch vor, dass wir, in welcher Welt wir dann eigentlich leben würden. Was wäre das für eine Welt? Was für eine Welt kann das sein? Also sagen wir, zum Beispiel, nach diesem Vortrag setzen wir uns mit unseren Familien zum Abendessen und unsere Nahrung ist regional produziert worden. Wir wissen auch ungefähr, was auf dem Blättchen drauf gegossen wurde. Fleisch kommt selten auf dem Tisch und das führt dazu, dass unsere Familie gesünder wurde. Wir freuen uns auf den Salat, der an unserer Vertikalbegrünung wächst. Wir überlegen noch den alten Sessel, der echt langsam durch die letzte Katze ganz schön mitgenommen wurde, vielleicht mal nachhaltig zu beziehen und wir freuen uns auf die nächste Kleidertauschbörse der Nachbarschaft. Danach machen wir einen kleinen Spaziergang durch das Viertel und es ist nach der Verkehrswende echt deutlich ruhiger und gleichzeitig lebendiger geworden.
Nachdem eben nur noch die, die ein eigenes Auto wirklich brauchen, eins besitzen, gibt es unglaublich viel mehr Platz auf den Straßen. Und auf dem wurden Bäume gepflanzt in den letzten Jahren und kleine Parks angelegt worden. Irgendwo da drüben auf einer alten, beliebten Straßenkreuzung spielt eine Nachbarschaftsband und wir lassen den Abend mit einem kleinen Tänzchen ausklingen. Wir können es ja. Es gibt ja den Raum, es gibt den Platz und es gibt die Stille. In den Osterferien im Rest werden wir mit den Kindern den Fluss hochfahren und im nächsten Sommerurlaub werden wir 3 Wochen in Italien verbringen. Nicht einfach so mit dem Flugzeug, wie wir das früher gemacht haben. Wir kapieren eigentlich gar nicht mehr, warum haben wir das damals gemacht? Weil wir jetzt feststellen, dass wir mit Bahnreisen eigentlich die Sachen sind. Nicht, die Reise ist langsamer, wir haben Freunde an der Strecke, die wir eigentlich längst schon besuchen wollen. Also es ist viel vergnüglicher. Das ist ein Beispiel für gewinnorientierte Narrative. Das ist also etwas, was ihr wirklich tun könnt. Erzählt Geschichten mit einem guten Ausgang. Und dafür gibt es wirklich so viele Beispiele und eurer Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Das ist etwas, also was einfach die Arbeit, finde ich, die Klimaaktivismus so unglaublich spannend und so unglaublich belohnt macht. Wir dürfen kreativ sein. Wir dürfen wirklich Bilder einer Zukunft zeigen. Die Klimakrise ist eine einzigartige Chance, Teil der Transformation. Sie bedeutet, dass jeder von uns seinen Anteil leisten sollte und kann. Und das geht nicht um das Überleben. Es geht zum Beispiel auch darum, postkoloniale Strukturen der Ungerechtigkeit zu überwinden. Es geht darum, mit gutem Gefühl zu konsumieren, aber Konsum nicht als wesentlichen, riesengroßen Bestandteil unseres Lebens, unserer Feste und so weiter zu machen. Und nicht Greenwashing ständig zu betreiben. Zum Beispiel, indem wir sagen, ach, die Flugreise machen wir noch, dann kompensieren wir sie halt, obwohl es vielleicht ein Inlandsflug ist. Gleichzeitig wird damit unser Leben endlich wieder sicherer und verbundener und abenteuerlicher. Zum Beispiel durch nachhaltiges Reisen. Dafür gibt es wirklich im nachhaltigen Tourismus, ich finde das total spannend, wie viel Fantasie und Kreativität es dort inzwischen gibt. Natürlich müssen wir, das ist jetzt sozusagen der Disclaimer, glaube ich, nennt man es, dass wir sagen, dieses Denken in Lösungen muss natürlich auch evaluiert werden. Klar. Aber wir dürfen die Macht der Bilder sehen, wir bei gewinnorientierten Szenarien. So, ich habe noch 3 Tools dafür mitgebracht. Das eine ist das gute alte Werkzeug aus der Sozialpsychologie bzw. aus der sozialen Arbeit, die Lebensweltorientierung. Wenn ihr Gewinnszenarien mit den Eltern, mit dem Rektorat und so weiter macht, dann einsetzt, dann müsst ihr euch überlegen, wo sind die Leute eigentlich? Was sind ihre wesentlichen Bedürfnisse? Also ich finde es zum Beispiel wirklich krass zu sehen, dass zum Beispiel diese Argumentation um Verkehrswende, da geht es eigentlich nie darum, wie viele alte Leute eigentlich noch Auto fahren, obwohl sie es wirklich nicht mehr sollten, weil es eigentlich kaum andere Mobilitätsangebote gibt oder weil niemand kommt und sagt, okay, wir verstehen, dass du sehr lange so gelebt hast, aber jetzt ist es wirklich gefährlich für nicht den alten Menschen, als auch natürlich für die Umgebung. Die werden einfach irgendwann wird das Auto vielleicht dann doch mal abgeschafft, aber so mit ihren Mobilitätsbegehren sind Leute allein. Das heißt, wir müssen wirklich ganz klare Lebensweltorientierung machen, sagen, was brauchen die Leute eigentlich? Was brauchen die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen? Geht es um Sicherheit? Geht es darum, wie viel Zeit sie verbringen? Vielleicht haben sie keine Ahnung, wie man die öffentlichen Verkehrsmittel wirklich benutzt oder haben Angst, dass sich die Kinder anstecken, wie auch immer. Wir müssen in der Hinsicht sicher auch jede Menge Kompetenzaufbau leisten. Und wer wäre nicht dafür geeignet als ihr? So, dann gibt es ein Modell der positiven Kommunikation. Das ist so eine der Großen der Psychologie. Martin Seligmann, von dem manche vielleicht über erlernte Hilflosigkeit und so gehört haben, und sein Team. Die haben durch verschiedene Kontexte, ob das Arbeit, Familien, Schulen und so weiter waren, getestet und haben gesagt, wie viel positive zu wie viel negativen sozusagen Inputs brauche ich. Man sagt 2,9 zu einem negativen, sagen wir, das ist ein guter Prädiktor, also eine gute Vorhersage für Streit und Zerwürfnis. Wenn ich 3:1 habe, 3 positive zu einem negativ, ist es in Ordnung. Also wenn ihr das nächste Mal irgendwo angeschimpft werdet, wenn ihr irgendwo draußen seid oder in der Familie, dann überlegt, schaut es mal selber. Wie sind diese Raten oder im Lehrerteam?
Starke, liebevolle Beziehungen haben eine Rate von durchschnittlich 5:1. Blühende Beziehungen haben eine Rate von 6:1. Wenn ich ein Team wirklich gut halten will, ein Lehrerkollegium, eine Schulklasse, dann muss ich eigentlich permanent diese 6:1 versuchen zu erzielen. Und das ist etwas, finde ich, das ist eine Daumenregel, die einfach super gut funktionieren kann. Deshalb dieses Tool euch. Seligman hat aber noch ein anderes, das bedeutet nochmal, Belohnungen funktionieren besser als Bestrafung und ich brauche eine Menge Belohnung, positive Inputs, um sozusagen die negativen Seiten auszugleichen. Schlechte Rückmeldungen führen eher zu dem Gefühl, Dinge nicht in der Hand zu haben, also zu dem Gefühl mangelnder Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich muss sehen, wie ich das Gleichgewicht halte. Lob steigert das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Es gibt ja auch eine Richtung vor. Das heißt, wir müssen Lob stärker einsetzen, als Gewinnszenarien unklar zu machen. Wow, klasse, das haben wir erreicht. Ich möchte noch ein Modell auch wiederum nochmal von Seligman sagen. Das ist das Perma-Plus-Modell. Man findet das auch unter Perma-Modell, aber Perma-Plus macht mehr Sinn. Die sagen grundsätzlich, was sind die 5 Faktoren dafür, dass wir uns wohlfühlen? Und das kann man sehr gut auch für die Klimakommunikation einsetzen. Also, wir haben positive Emotionen, wir haben Engagement, Relationships, klar, Beziehungen, Meaning, Bedeutung und Achievement, dieses Sense of Achievement, ich habe etwas erreicht. Plus Optimismus. So, wir gucken jetzt das mal im praktischen Beispiel noch an. Bei der positiven Emotion hätte ich zum Beispiel einen Schulgarten, eine Baumpflanzaktion, der alle wahnsinnig Spaß haben. Ich weiß, ich habe noch eine Minute, das passt. E wäre zum Beispiel, ich habe Engagement für weniger Abfall, für einen grüneren Schulhof, für Eltern, die ihre Kinder nicht mit dem Auto in die Schule bringen. Ich habe jede Menge Beziehungsoptionen dadurch mit R. Ich habe natürlich jede Menge Bedeutung, weil ich tue etwas für die lokale Nachbarschaft, ich tue was für die Lebensqualität, für das Streben nach Gerechtigkeit. Und ja, der Schulhof ist schöner geworden, die Wissensbasis in der Schule ist besser, die Schule wird nachhaltiger und hat einen Fahrplan zur Klimaneutralität. Plus, wir können wirklich was gemeinsam erreichen. Ich kann etwas erreichen. Wir haben die Zukunft in unserer Hand. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Katrin, das war ja top getimed. Hervorragend. Ich richte dir hiermit schon mal vom Chat aus. Also vielen Dank für den Vortrag und dass er eben sehr inspirierend war. Es fragen auch einige Leute, ob man diese Präsentation haben kann, weil sie so inspirierend ist. Genau, da würde ich dann einfach, also du hast sicher eine Webseite, wo man dich kontaktieren kann und so weiter. Ich kann das doch jetzt auch auflösen. Ich habe die PDF vorbereitet, das heißt, es würde auch in den Chat gehen, wenn du willst, wenn das der kurze Weg ist. Aber mir ist das, ich kann es auch hinterher auf die Webseite stellen. Das wäre mir lieber, weil ich jetzt hier noch über 3 Ecken das dann schicken müsste, genau. Okay. Und dann, ich versuche mich zu beeilen, Katharina Derkon fragt noch, hast du einen Tipp, wie man auf Skepsis reagieren kann? Alla, das ist doch unrealistisch. Und ich würde hier noch die Fragen von Maiken Winter anschließen. Die schreibt eben auch, dass sie versucht, Freude auf Transformation zu machen, aber sie sieht eben das Problem, dass viele Leute so glücklich sind, wie sie jetzt leben, ihr Auto lieben, ihre Zweitwohnung und so weiter, Abenteuer auf Reisen, Safaris und so, wie man solche Leute eben erreichen kann. Also das eine, schöne Grüße an Katharina, weil ich kenne sie. Also ich verstehe, dass wir Skepsis brauchen. Ich versuche Skepsis als Lernfeld zu nutzen, auch als Gesprächs. Ich möchte ja wissen, die Leute, die Skepsis haben, ich möchte wissen, warum sie skeptisch sind. Das heißt, man hört ihnen vor allen Dingen zu. Je nach Kontext ist es natürlich eine Frage, aber es ist schon sinnvoll, eine Menge auch Lösungen in der Tasche zu haben oder je nachdem, in welchem Kontext wir das machen, eben, dass wir wirklich sagen, es gibt diese Lösung schon. Und gerade auch im schulischen Bereich gibt es eine Menge Schulen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Was jetzt diese Frage angeht, ob Menschen so glücklich sind, also um mich ein bisschen hinter Schneidewind zu verstecken, er würde sagen, dass es eher eine Frage von Doping ist, was wir mit Shopping betreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Leute wirklich so wohlfühlen. Und wir müssen ihnen auf jeden Fall neue Sinnangebote geben. Und ich denke, dass dafür Corona echt eine harte Schule ist, aber dass wir davon auf jeden Fall auch das als Lernfeld nutzen können. Plötzlich zu sehen, boah, ich brauche nicht unbedingt in Urlaub zu fahren, sondern es gibt da draußen, boah, was habe ich alles entdeckt, weil ich nicht raus konnte. Zum Beispiel.
Ja, ich habe es versucht, kurz zu beantworten. Ja, okay, Entschuldigung, danke. Ich hatte hier gerade noch eine Mitteilung. Im Anbetracht der Zeit würde ich jetzt quasi dich auch schon leider hier verabschieden. Es war sehr schön, es war ein inspirierender, toller Vortrag. Ich danke dir. Bist du im Station noch erreichbar? Nee, ich habe nämlich nur aus dem Urlaub kurz aufgetaucht dafür. Oh, Wahnsinn, sogar den Urlaub unterbrochen. Also vielen herzlichen Dank. Okay. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich stelle es gleich noch auf meine Website, sodass man das als PDF rausgehen kann. Sehr nett von dir. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ja, tschüss. Vielen Dank. Tschüss.